Ihr kennt mit Sicherheit das Problem, dass ihr Videos schneidet und dann fragt ihr euch, wenn ihr eure Clips ausgebt, welchen Lautstärkepegel soll jetzt eigentlich mein Video haben? Und da gibt es eine gewisse Regel, eine Einheit, die nennt sich LUFS, LUFS, Loudness Units Relative to Full Scale, heißt das Ganze, sehr kompliziert von der Europäischen Rundfunkunion. Und das ist so, dass man das in Premiere auch überwachen kann. Also man kann überwachen, man kann sich anzeigen lassen, was hat ein Clip für einen bestimmten Pegel im Durchschnitt. Da gibt es so ein Tool, das werden wir uns anschauen. Und man kann auch automatisch in der aktuellen Premiere-Version, auch ein paar Versionen zurück ging das schon, das Ganze anpassen lassen automatisch. Also man klickt einen Clip an über dieses Essential Audio Panel und dann wird das angepasst. Und wie gesagt, wenn man sich auch andere Clips anguckt, was die so für eine Lautstärke haben, denn die Audio-Pegel, die Dezibel-Pegel, die man neben der Timeline hat, die sind nicht dafür gedacht. Aber das schauen wir uns jetzt alles an. Also, wir sind hier in Adobe Premiere und jetzt gibt es natürlich erstmal ein paar Sachen zu erklären. Lautstärke anpassen von einem Audio-Track geht ja folgendermaßen. Wir können hier, sofern wir in der korrekten Ansicht sind, in der Mitte von diesem Audio-Track hier mit der Linie, die wir anfassen, die Lautstärke nach oben oder unten ziehen. Und wenn wir die Alt-Taste gedrückt halten, dann kann das Ganze noch feiner gemacht werden. Und das mache ich jetzt mal rückgängig. Und das wäre so die Ausgangslautstärke. Ihr könnt hier noch andere Sachen verstellen, wenn ihr hier rechts draufklickt und dann hier über Clip Keyframes einblenden. Zum Beispiel gibt es hier auch die Balance oder so. Aber standardmäßig ist beim Audio-Track immer hier die Linie für die Lautstärke gedacht. Und ihr könnt auch mit dem Werkzeug hier, mit der Taste P, mit dem Stift, könnt ihr auch Keyframes einzeichnen. Und wenn ihr dann mit dem Werkzeug, mit dem Pfeilwerkzeug, Tastenkürzel V, könnt ihr dann hier die Linien auch so verschieben und ihr seht dann, da kann man dann halt auch so Kurven mit einbauen. Das wäre halt die eine Möglichkeit, wie man hier Lautstärken von einem Clip manuell anpassen kann. Was man auch machen kann, ist, man kann hier rechts draufklicken und sagen hier Audioverstärkung und dann kann man hier Anpassungen um so und so viel Dezibel plus oder minus machen, zum Beispiel minus 5 und ihr seht, das hat sich jetzt ausgewirkt, mache ich wieder rückgängig. Das ist immer so zur Anpassung. Jetzt geht es darum, man kann das auch, wie gesagt, vom Programm erledigen lassen. Also die automatische Anpassung auf einen gleichmäßigen Level, der so für diese Rundfunkrichtlinie ausgelegt ist. Und das geht, indem ihr den Clip auswählt, also die Tonspur oder den Clip, und geht dann hier in euer Essential Sound Panel, wählt den Typ aus, in dem Fall Dialog, und unter Intensität wählt ihr dann einfach automatisch anpassen. Das hat er gemacht, dann misst er das und hat das hier angepasst. Ziellautstärke minus 23 Lufs. Also man sagt so Rundfunk, Fernsehen minus 24 Lufs bei, ja, für Handys oder solche Geräte kann man auch ein bisschen höher gehen, also minus 16, minus 17 Lufs, aber das ist hier so ein guter Grundwert und das ist jetzt automatisch angepasst. Nun ist es aber so, wenn ihr unterschiedlich laut sprecht, zum Beispiel hier am Ende sieht man das, da ist nochmal etwas deutlich lauter. Das passt mit Sicherheit nicht mehr in diese Regel rein. Also wie können wir uns ganz genau anzeigen lassen, welcher Lautstärkewert zur aktuellen Abspielzeit vorhanden ist, wenn man das wirklich schwarz auf weiß sehen möchte? Denn hier diese Dezibelanzeige hier, das ist dafür nicht gemacht. Und da habt ihr schon später in der Postproduktion zwei oder drei ein. Erstmal könnt ihr auch nicht selber ermitteln, wie der Durchschnitt ist. Und es geht hier auch nicht um diese Dezibel. Es geht um die aktuelle Lautstärke in Lufts gemessen, wie eingangs gesagt. Und wo können wir das sehen in Premiere? Es gibt ein Loudness-Radar, das können wir mal einblenden und da können wir das genau sehen und wir werden auch so eine Historie angezeigt bekommen. Und das machen wir jetzt mal. Ihr müsst also in Premiere gehen zum Audio-Clip-Mischer, Audiospurmischer, Audiospurmischer müsst ihr gehen. Wenn ihr das hier nicht irgendwo habt, unter Fenster, Audiospurmischer, da ist das Ganze. Und dann haben wir das hier so. Wir sehen unsere einzelnen Audiospuren, die wir auch hier anregeln könnten oder auch Keyframes schreiben könnten. Das wollen wir jetzt aber gar nicht machen. Wir gehen hier oben links auf diesen kleinen Pfeil. Jetzt können wir hier für jeden Audiokanal Effekte hinzufügen. Ihr könnt das für eine bestimmte Spur machen. Also ihr könnt ein Radar für eine bestimmte Spur einrichten oder halt für den Master, für alles. Das mache ich jetzt. Gehe hier oben auf den ersten Slot, auf diesen kleinen Pfeil und dann unter Spezial haben wir hier das Lautstärkeradar. Jetzt ist erstmal noch nichts passiert. Der gewünschte Wert ist hier auch schon eingestellt. Wenn wir jetzt hier auf diesen Eintrag doppelt klicken, öffnet sich das Lautstärkeradar.
So, und ich werde jetzt mal das hier abspielen mit der Leertaste und dann werden wir sehen, dass das Ganze gut eingestellt ist. Und das können wir auch folgendermaßen noch verändern. Hier unter Einstellungen sehen wir auch, auf was es voreingestellt ist. Wir könnten das auch verändern, aber minus 24 ist ein guter Wert. Wie gesagt, für manche Geräte wie Handy und sowas, da man kann es auch ein bisschen mehr machen. Mehr heißt in dem Fall minus, also geringer machen, minus 17, minus 16. Aber 24 für Rundfunk und Fernsehen ist eigentlich so eine Norm, wo sich alle dran halten sollten. Ist zwar noch nicht so, aber das ist also ein ganz guter Richtwert. So, jetzt spielen wir das mal ab und wir werden hier sehen, diese vorletzte Linie ist unser eingestellter Wert, in dem Fall minus 24. Alles, was da drunter ist, das ist dann halt unter dem Wert, den wir halt eigentlich haben wollen. Und hier in dem oberen Feld, in dem äußersten, da wäre dann alles, was da drüber ist. Ich spiele das jetzt einfach mal ab. Sekunden, 4 Sekunden oder so, dann holt ihr euch das nächste. Aber nicht dieses permanente Hin- und Hergeschwenke. Da kommt einfach nichts bei raus am verwertbaren Footage, was ihr später im Schnitt gebrauchen könnt. Also ganz einfach und simpel zusammengefasst nochmal, überlegt euch, was ihr einfangen wollt und dann fangt es auch ruhig ein. Ich sage nicht, dass man die Kamera nie bewegen darf oder nie schwenken darf. So, also ihr seht, er zeichnet das jetzt auf und ihr habt hier auch so eine Art Historie und man kann auch einstellen, wie viel er hier aufzeichnen und anzeigen soll. Wenn wir hier unter den Einstellungen gucken, da kann man hier die Radargeschwindigkeit einstellen, das heißt, nach 4 Minuten ist er hier einmal rum. Für die meisten Sachen reicht das, aber muss man halt immer entscheiden, was man gerade braucht. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass das in dem Fall ganz gut passt. Wir bewegen uns immer ziemlich nah an diesem Idealwert. Wir sehen hier unten links, dass wir eine Loudness-Range von 3,1 LRA haben oder LUFS. Und das bedeutet halt, das ist halt der Bereich, also die Spanne von minimal zu maximal. Und das ist eigentlich ein ganz guter Wert. Und wie gesagt, wenn er hier drüber gehen würde, massiv, dann würde das Ganze gelb werden. Ich glaube auch noch rot später. Können wir mal probieren. Ich schraube das einfach mal hier hoch, mache mal hier ein bisschen mehr, spiele ab. Hat jemand beim letzten Video mal geschrieben, dass man, ich habe nicht gesagt, dass man nie Schwenks verwenden darf, aber es muss dann halt einen Sinn haben. Und nicht einfach hin und her schwenken. Also ihr seht, dort verändert sich die Farbe und das wäre dann halt kein guter Wert. Und wie gesagt, ihr könnt dann halt anpassen, wenn ihr merkt, oh, das ist zu viel, dann stellt ihr die Lautstärke halt hier entweder mit der Linie hier ein oder mit Rechtsklick Audioverstärkung und macht dann irgendwie minus so und so viel. Das müsst ihr mal ausprobieren, dann würdet ihr wieder abspielen. Weil man gerade meint, da drüben ist was Interessanteres, als was ich... Lässt so ein bisschen laufen und kriegt dann wieder ein Gefühl dafür, wo es sich ungefähr einpendelt. Und da hat man halt die volle Kontrolle hier drüber. Und ja, also wie gesagt, die automatische Anpassung hier vom Essential Sound Panel ist schon eine gigantische Funktion. Das funktioniert auch eigentlich immer sehr gut. Aber man will ja das hier nicht immer drüber laufen lassen. Und wie gesagt, man spricht nicht immer gleich laut, dann funktioniert das auch nicht so. Zum Schluss zum Beispiel hier, wenn wir das mal anhören, das ist die Musik in dem Fall. Die hat er nicht mit runter geregelt. Und da könnte man dann halt auch beigehen und das anpassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel das mal hier cutte, und das abspiele, dann merken wir halt, er ist hier voll am Anschlag. Dann könnte ich hier ein bisschen runterregeln. Immer noch. Also das ist immer noch ein bisschen viel. Dann würde ich hier über Audioverstärkung sagen, mal minus 10 runter, spiele nochmal ab. Und er ist jetzt immer noch ein bisschen drüber, ist aber im Prinzip schon okay. Und das ist halt wirklich ein absolut guter Anhaltspunkt dafür, dass man hier in der richtigen Lautstärke liegt. Und übrigens, hier unter in dem Feld, was dort angezeigt wird, in dem, sagen wir mal, vorletzten Kreis hier, in dem hier, das ist noch okay, wenn er da hingeht. Aber diese Bereiche hier, da kann es zum Beispiel sein, dass man das je nach Abspielgerät, je nach Anlage, nach Fernseher, was auch immer, gar nicht mehr wahrnimmt. Da solltet ihr euch, wenn es geht, nicht bewegen. Und was ich auch schon sagte, ihr könnt ja für eure einzelnen Kanäle hier ein eigenes Radar einrichten. Das heißt, ihr braucht nicht ein Radar hier für den Master, für alles, sondern ihr könnt halt für die einzelnen Kanäle ein Radar einrichten. Habt ihr zum Beispiel 2, 3 Radars hier nebeneinander und dann kann man halt jeden Kanal überwachen. Ich kann jetzt auch noch mal zeigen, jetzt habe ich noch mal hier, ist jetzt dasselbe, weil wir ja nur eine Spur haben, aber jetzt hätte man halt das Radar für diesen Track und wenn man jetzt mehrere Tracks hat, kann man die halt so dann schön damit überwachen und hier sehen wir immer, was für ein Radar gerade ausgewählt ist, jetzt für ein Master oder wenn wir hier doppelt klicken, für die Audiospur 1 und so weiter und ja, ich hoffe, das hat dem einen oder anderen geholfen und so ein bisschen
Klarheit in die Geschichte gebracht, wie man die richtige Lautstärke ermittelt und beibehält. Also zusammengefasst über das Essential Sound Panel und die automatisch anpassen Funktion, seid ihr schon mal auf dem richtigen Weg, das ist schon mal nicht verkehrt. Dann habt ihr schon mal so einen guten Grundwert und wenn ihr nochmal genau Gewissheit haben wollt, schwarz auf weiß, sage ich jetzt mal, oder gelb auf schwarz oder was auch immer jetzt das Loudness-Radar hier anzeigt, dann benutzt das Loudness-Radar und dann seid ihr auf der sicheren Seite und habt es wirklich exakt und schätzt nicht und habt nicht immer unterschiedliche Lautstärken. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.